À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début de notre demain. À chaque mot que l'on dira, dans ce futur qu'on construira, c'est l'amour que dessineront nos mains. Il y a des blessures qu'il faudra pardonner. So, das war's für heute. Ich wollte nur mal ein bisschen... War das Iserlohnisch? Das war Französisch. Das war dein Eurovisions-Contest-Teilnehmer 2001 oder keiner weiß es auch nicht mehr. Ich gehe jetzt auf Turn und... Wir haben wieder Kontakt. Das geht irgendwie immer ziemlich Wir schnell. Hassen euch immer noch. Ja, ihr habt doch einfach... Sie haben ihren Planeten wieder besiedelt, ja. Was ist das denn? Oh. Jetzt fangen die an, Schiffe zu zerschrotten? Oh, Moment, das ist mir gerade neu. Ach so, wir haben überhaupt kein Geld mehr übrig, oder was? Nein. Scheiße. Ja, deine Fregatte wurde... Nee, Moment. Was ist eine Fregatte? Was ist das? Das ist das Kleinste, das ist dein Speer. Ach du Scheiße. Also, sprich der Tipp. Oh Gott. Oh Gott, ich bin... Mein ganzes Plotteviertel wird wieder kaputt gemacht. So krass habe ich das tatsächlich auch noch nie gehabt. Ja, ich muss eigentlich einen Krieg ziehen, damit meine Schiffe kaputt gehen. Logisch. Vollkommen logisch. Ja. Du könntest sie auch so verschrotten, aber... Hat eine Scheiße, ey. Ja. Ja gut, hier die Sternbasis dauert noch 20 Jahre. Also im Moment hast du halt wirklich ein deutliches Minus pro Spielzug und das ist auch wirklich merkwürdig. Guck mal gerade auf den Rassenbildschirm. So falsch es auch klingt. Haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, einen Handelsvertrag zu schließen? Ja, ich kann es ja versuchen, nur dann wird es ja auch erstmal wieder mehr ins Minus gehen, ne? Ja. Nee, die haben keinen Bock auf mich. Komisch, dass wir plötzlich Geldnöte haben. Was du machen könntest, wäre auf den Planeten, wo wir die maximale Bevölkerungszahl erreicht haben, Klonzentren verschrotten. Das bringt dir Geld. Dazu musst du auf den Planeten selbst gehen, nicht auf den Konstruktionsbildschirm. Achso, hätte ich jetzt... Ja, okay. Ja. Wurscht. Und dann kannst du hier das Klonzentrum suchen, wie auch immer es aussieht, da. Und es für 50 verschrotten. Das gibt uns für 2 Spielzüge ein bisschen Zeit. For fuck's sake, alter Schwede, ey. Was passiert, wenn ich im Minus bin, keine Schiffe mehr? Was fängt der dann an zu verschrotten? Ich bin nicht ganz sicher. Wie gesagt, soweit ist es irgendwie nie gekommen. Ich nehme jetzt 50% Steuern. Für den Moment. Oh nein. Sind da oben gerade die Schiffe da aufgetaucht? Ich habe das auch so im Augenwinkel gesehen. Ja, du musst diese Sequenz auch nicht abwarten. Sakra stiehlt Dimensionsportal. Nee. Ah, die fliegen hier hin. Ja, die fliegen. Lustig. Allerdings, das sind jetzt auch nur kleine Schiffchen, die sie da schicken. Also, die werden dann nicht entsetzlichen Schaden anrichten, aber ein bisschen Schaden werden sie anrichten. Nun gut. So, die Sternbasis hier wird langsam aber sicher gebaut. Sehr langsam. Ja. Ich guck mal auch nochmal auf... Ach, Ursa 1 brauche ich keine bauen, da ist ja eh schon eine. Da habe ich die auf halt Stopp. Ich glaube, ich tausche das mal kurz. Ich weiß nicht, ich glaube, in allen Spielen, die ich bisher gemacht habe, bin ich erstmal auf Expansion und Ausbauen und sowas gegangen und immer relativ spät erst in die militärische Richtung. Das könnte dann eben bedeuten, dass ich deswegen nie solche Finanznöte hatte, wegen der Flotte. Ja, ich meine, ich hatte jetzt ja auch die ganze Zeit davor unendlich Gewinne und habe dann ja auch diese... Ich glaube gleich, dass ich viel Master verloren habe, ne? Das hat mein ganzes Spiel einfach aus den Fugen gebracht. Ja, logisch. Diesen Kanalnamen darf man eben nicht verlieren. Ja. Ich kann die Steuer mal wieder senken. Ist das so? Ja, ich meine, minus 1, meine Güte, damit kann ich jetzt echt leben. Mhm. Solange sie dann nicht verschrotten, weil du minus 1 hast. So, jetzt müsste ich sogar wieder plus machen. Oh Gott, ich hoffe, das wird sich schnell wieder geben. Daloks und Psylons befinden sich auch im Krieg. Das ist mir mal Spannendes. Oh. Mhm, der will Frieden. Allerdings nur, wenn er 10% Abgaben kriegt. Du Wichser, ey. Wirklich, ich... Ja, wieso? Er kriegt...
dann würde er gerade 10% von 0 MC kriegen. Schon haben wir wieder Krieg. Ja, nee, der Krieg lief ja noch. Nee, ich glaube, der hatte doch mit uns... Nee. Achso, der lief eh. Ja, der lief eh. Also den Friedensvertrag hätte er uns eben gewährt für 10% Abgaben. Ich glaube, du könntest es erstmal mit Technologie austauschen versuchen. Warp-Auflöser. Nice. Oh, das ist... Woher haben sie das denn? Aber das ist krass, ne? Ah, Mikroleichtbau. Aber komm, ganz im Ernst, ist egal. Meinst du? Ja. Auch damit es unsere diplomatischen Werte mit ihnen aufbessert. Ja, und ich finde den Warp-Auflöser geil. Mhm. Vor allem weiß ich jetzt ja, man muss das Treffen so weiteres abbrechen. Ja, ach, das... Also haben sie es jetzt nicht gemacht? Doch, haben wir gemacht. Ah, okay. Ah, guck mal, es ist schon wieder gestiegen. Ja, eben, es ist unsicher, aber es kann wieder was werden. Der Friedensvertrag läuft allerdings auch irgendwann aus. Das Problem ist, ne, kann ich mir nicht leisten. In der Tat. Moment, ja. Was haben wir denn? Schiffsingenieur? Ja, ich schieb okay, den, wir können ja eh nichts machen. Ja, klar. Was ist das denn? Er holt sich auf Halt, stopp den anderen. Du Wichser. Ihr Menschenschweine. Was war das? Verstrahlt, ne? Habe ich auf Halt, stopp nicht irgendwas gebaut, was ich... Ah, nee, aber ich wollte das Kolonieschiff... Ja, nee, das wollte ich gar nicht. Keine Ahnung. Da hast du eigentlich nie gesagt, dass du direkt ein Koloniestützpunkt wirst. Ist okay, ich meine, mit den Menschen sind wir gerade noch in friedlicher Koexistenz. Ja. Ich mache sogar wieder leichte Gewinne. Mit 40% Steuern. Oh. Aha, aha. Mikroleichtbau. Oh Gott, müsste ich mal gerade was dazu sagen. Schildkondensatoren ist zum Beispiel eine gute Technologie. Allerdings auch nur, wenn man Schilde hat. Okay, die hast du. Jägergarnison ist gut. Aber Mikroleichtbau ist eben schon echt eine teure Technologie auch. Weltraumhafen gibt Geld zum Beispiel. Ey, aber den kann ich ja auch einfach so noch erforschen. Ja, klar. Aber kann ich den noch erforschen? Habe ich die nicht, da habe ich was anderes gemacht, oder? Nee, du hattest mal Weltraumakademie, das ist halt dann ähnlich. Aber, also Weltraumhafen... Ich finde ja Jägergarnison immer noch geil, aber das kann ich mir auch wo bei den Dukati holen, ne? Daloks. Ich bin so bei Game of Thrones. Wir sind die Bulrati. Ich hole jetzt den Weltraumhafen. Wobei ich neulich drauf gestoßen bin, dass doch bei Wing Commander es immer die Kill-Rati gab, richtig? Das weiß ich nicht mehr. Wieso habe ich jetzt -7 auf einmal wieder? Hast du einen Vertrag geschlossen? Nee, wir haben eine Technologie getauscht. Hast du ein Kolonieschiff neu? Ja, stimmt. Ja, das ist jetzt fertig gebaut, ja klar. Dann solltest du schnell eine Kolonie bauen. So. Genau so rum. Von hinten durch die Brust. Wo wollten wir? Wir hatten noch keinen konkreten... Ach, hier oben könnten... Wobei, ich gucke jetzt mal eben. Kali. Was ist hier bei Kali? Achso, das war riesig dieser... Riesig und verstrahlt. Nee, der ist gar nicht so geil. Aber das war mit High G. Ja, ja, immerhin, aber das ist jetzt mit mir ein bisschen zu nah. Ich finde Bier attraktiv. Ich könnte mit meiner Flotte doch den Aal wegmachen. Ja, bei Bier, ja, der Aal... Würde ich das so schaffen? Oh Gott, ich bin... Ja, möglich. Ich bin gar nicht so sicher, wie stark die Dinger eigentlich sind. Jakob, ist das ernst gemeint? Es ist wirklich ernst gemeint, dass ich gerade nicht weiß, wie stark die Dinger sind. Hammes kann ich... Aber ich meine, notfalls verlierst du ein Schiff und den Rest ziehst du zurück oder so. Ich könnte Kolasse auch angreifen, aber es ist mir auch zu blöd. Ja. Okay, ja gut, dann gehe ich jetzt mal zum Aal. Mit dem Kolonieschiff. Ja. Und nehme mal wieder hier 50%. Der Aal ist mit echtem Meer... Blödsinn. Mein Gott. Das Bier ist mit echtem Meerwasser gebraut, dass da ein Aal drin rumschwimmt. Ich habe diesen Witz echt verkackt, aber... Jan, du schneidest das nachher, ne? Ja. Ja. Wird auf jeden Fall rausgeschnitten, ne? Ganz fest von ausgehen. So, dann gehen wir mal auf Turn. Es gibt kein Zurück. Genau. Du kannst dich jetzt eben für diesen Kampf entscheiden. Boah, ey, bitte lass mich das Vieh platt machen können. Okay, das sind erstmal ja deine legalen Züge, also dann, soweit kannst du dich fortbewegen. Mache ich jetzt auch einfach mal, ne? Mama. Und, bevor du den Zug damit beendest, kannst du drauf schießen, genau. Einfach indem du drauf kriegst. Okay. Das war deine erste kriegerische Handlung jemals. Achso, du musst mit jedem Schiff den Spielzug mit dann ab... abschließen. Okay. Also, aber ich kann jetzt das kommt dann gleich wieder dran, dann musst du das dann machen. Dann.
Habe ich einfach nicht getroffen oder mache ich keinen Schaden? Du machst, glaube ich, nicht besonders viel Schaden. Da poppen dann kleine Zahlen auf bei dem Ball. Ist das da unten, diese gelbe und die rote Leiste? Ist das ein... Ja, genau. Das ist Fuck, eine, also ich verliere sowieso. Ja, mal gucken. Du musst dann anklicken, um okay, einen ja, zu beenden. Mache ich ja gleich. Ich ziehe ihm einfach nichts ab. Es kann auch sein, dass einfach die Entfernung da gerade noch zu groß ist. Aber du hast ja auch noch Raketen, die ihn dann gleich treffen können. Warten wir es mal gerade ab. Die Raketen fliegen gleich noch ein Stückchen weiter. Wenn der Aal seinen Spielzug gemacht hat. So, wer, der macht mein Dick kaputt, ne? Jetzt musst du hier noch dann und... Holy shit. Ich hab den ja nix abgezogen. Der hat zwei Punkte verloren. Du könntest mal Retreat anklicken. So, mit allen. Okay. Alter Schwede. Ich glaube, der Aal ist noch nicht so das allerstärkste Weltraummonster, aber was soll's. Also zwischen den beiden ist uns echt die Wahl egal. Nee, Chris, den finden wir besser. Oh, ich habe mich außen enthalten. Naja, was soll's. Ja, dann, ich fliege jetzt zum nächsten Außenposten automatisch. Ja, genau. Oder, ja. Der Aal fliegt aber nicht aus dem System raus, oder? Nö, der bleibt da. Manchmal vermehren sich die Aale aber auch und, schießen dann ihre Nachkommen in benachbarte Systeme. Gucken wir nochmal kurz, was es hier für eine Auswahl gibt. Gar nichts. Gar nichts. Da könntest du so höchstens einen Außenposten errichten. Ja, ich habe ja ein blödes Kolonieschiff. Ich meine... Geh doch mal in die Planets, auf den Planets. Ach, ich könnte Remastered mir wiederholen. Ja, natürlich. Ja. Soll ich das nicht einfach machen? Ja, mach, bevor es irgendwer anders macht. Warum sind wir da vorher nicht drauf gekommen? Ich weiß es leider auch nicht. Ich glaube, weil wir den Aal einfach... Den Wal, hätte ich beinahe gesagt. Der Weltraumaal aus Star Trek 4, die Sonde, die hast du gesehen? Kennst du? Ja, sicher. Ja. Ich bitte dich. Oh, ich kann es umbenennen. Nein. Niemals. Ich hätte es New Remastered. Egal. Egal. Re-Remastered. So ungefähr. Ja, wir müssen wieder von vorne anfangen. Wunderbar. Du musstest ja unbedingt diesen Krieg anzetteln. Du Schwein. Du miese Schwein. So, Achso, da würde ich auch den Farmer natürlich wieder in die Produktion setzen. Und so. Ja, das ist richtig. Und was noch viel wichtiger ist, ich sollte noch auf Ursa hier noch meinen Weltraumhafen bauen. Du solltest überhaupt Weltraumhäfen bauen, um ein bisschen Geld in die Kasse zu kriegen. Ja. So. Also ein Krieg macht arm, ne? Schlimm ist das und meine Bevölkerung leidet darunter. Das macht mich eigentlich am traurigsten. Denn du bist ein wirklich gut gesonnener Diktator. Ja. Macht mich echt wahnsinnig. So. Ja, halt so Standardzeug. Oh yes. Das ist die Börse. Das ist dann schon mal ganz gut. Hast du Universität? Mhm. Vergiss deine anderen Forschungsfelder nicht. Nein, das würde ich jetzt auch nicht bauen. Ich finde immer noch Jägergarnison eigentlich mega geil, aber das kriege ich auch so irgendwie. Jägergarnison und Panzerkaserne ist auch cool. Ich hole mir jetzt die Panzerkaserne und trade mir die Jägergarnison. Mhm. So. Oh. Möchte ein Geschenk. Was ist denn bei denen los? Ich würde es ihm vielleicht geben. Okay. Es ist wünschenswert, dass wir uns weiterhin ganz gut verstehen. Ich glaube, er will nicht mit uns reden. Doch, du will er. Okay. Du könntest einen Nicht-Angriffspakt vielleicht auch vorschlagen. Guck mal, seine Liste ist ganz schön lang geworden. Mhm. Was gibt's denn da so? Ja, Jägergarnison. Ja, aber die wollen dafür meinen Boden scheiß. Das ist mal Schildkondensatoren. Planetarische Börse. Wow. Nee, oder? Nee, es ist schon schwierig manchmal, ja. Tja. Ah, guck mal.
Ja, das hat sich jetzt auch schon mal geändert. Genau, der Friedensvertrag ist jetzt auch ausgelaufen. Das heißt, ihr fangt jetzt wieder bei Null an. Yes. Ja, guck mal. Huhu! Vielleicht werden das jetzt unsere besten Freunde. Ah, wir werden sehen, aber das gefällt mir noch schon. Zumindest mal. Auch ein Handelsvertrag mehr unter Umständen kann uns das ja auch entlasten. Ja. Umweltexpertin, das ist aber schwach. Das ist irgendwie schwach, ja. Reject. Und jetzt kann ich auch langsam die Steuern wieder senken. Nicht ganz auf Null. Bedenke, der Handelsvertrag wird ja erst noch. Genau, der läuft ja erst noch an. Dann, und bald ist ja auch der Weltraumhafen fertig. Ah, guck mal. Da ist der Weltraumhafen fertig. Wuhu! So langsam kommen wir doch wieder in sichere Regionen. Und im Prinzip hat sich in den letzten drei Folgen ja jetzt auch erforscht. In den nächsten drei Folgen hat sich also nichts geändert. Wir haben exakt das die stimmt. gleichen Kolonien wieder. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ganz gut. Es ist ja ein bisschen was passiert. Ja. Börsen. Bau Börsen. Bau Weltraumhäfen. Überall. Ja, das ist auch damit das nie wieder vorkommt. Das ist ja schon in der Produktion. Ist doch alles gut hier. Börse auch? Nein. Ach so, die Börse muss ich noch mal extra bauen. Das mhm. jetzt. Ah, okay. Dann ja, du bauen musst wir ungefähr doch. Alles noch mal extra bauen. Ja. Jeder Planet kriegt seine Börse. Soll ich das Klonzentrum mal wieder bauen? Ich meine, ja. Aber es bringt mir ja eh nichts, weil ich habe doch, meine Bevölkerung ist doch schon ausgelastet. Aber so. Falls ich mal angegriffen werde, könnte das was... Das auch, genau. Und wir haben später vielleicht auch noch die Möglichkeit, unseren Planeten noch ein bisschen wohnhafter zu machen. Aha, okay. Spoiler, Spoiler. Ja, das finde ich aber spannend. Ja. Achso, da habe ich noch keinen Platz. Hier oben mal halt Stopp. Habe ich da schon die Börse? Nein. Und den das Hafen. Einzig Doofe ist eben, dass so ein Klonzentrum oder halt jedes Gebäude auch Unterhaltskosten mit sich bringt, ne? Ja. Aber gut, dafür bauen wir jetzt auch Weltraumhäfen und Börsen und so. Ja. Kann ich hier einen wegnehmen? Aber tatsächlich, geil, mache ich ja nochmal extra viel Kohle. Dafür kriege ich die hier schneller gebaut. Hier kann ich mal richtig was abziehen. Ja. Schön, schön. Dadurch mache ich ja nochmal schön Gewinn. Ja, hast jetzt aber auch gerade ein bisschen Futterverschwendung und so weiter. Aber es wird alles wieder besser. Ja, deswegen, ich mache das ja, um den Gewinn zu steigern. Ja, wir werden uns schon wieder erholen. Ich meine, die Kommandopunkte sind halt immer noch negativ. Das heißt, irgendwelche Sternbasen sollten eben doch mal irgendwann gebaut werden. Bist du ja gerade dabei. Drei Stück werden gebaut. Das sieht da. Ich habe jetzt gerade, ich muss gestehen, ich habe nicht ganz so sehr aufgepasst. Aber das finde ich etwas enttäuschend. Also was genau sorgt das wirklich für Moralprobleme, die Tax Rate? Oder was ist der Nachteil? Das geht von deiner Produktion ab. Ah, okay. Deswegen ist es ganz gut, wenn du das jetzt runterfahren kannst. So passiv-aggressiv ist. Schon. Ah, ein Friedensvertrag. Einfach nur so, ohne jede... Ja. Weißt du was? Hast du auch nur eine kriegerische Handlung gegen die gehabt? Haben die dich irgendwann mal angegriffen? Nein. Du könntest es jetzt auch ein bisschen weiter treiben und noch drauf warten, bis sie dir irgendwas anbieten. Ach komm. du bist so sehr auf Frieden bedacht plötzlich. Ja, ich bin halt der, die, weißt du was? Ja. Am Ende knallt die Peitsche. Okay. So, Eine gute Weisheit auch fürs Leben. Ist doch ganz einfach. Ja, guck mal, wie wenig Geld wir jetzt wieder haben. Was ist denn da wieder passiert? Habe ich irgendwas fertig gebaut und irgendwas ist verbrauchen Transporter irgendwas? Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. Ach komm, 5 Turns, bis die Börse da ist, dann wird das ja wohl ja passen. Ja. Ja, singt schon wieder. Panzerkaserne, Weltraumhafen. Yes. So, Gefechtsstation ist die nächste Stufe der Sternenbasis. Das heißt, das ersetzt Sternenbasen, wenn du eine Gefechtsstation baust. Und die sind eben besser. Aber werden die automatisch umgewandelt oder muss ich die wieder upgraden? Die musst du wieder upgraden. Das dauert aber nicht so lange, wie sie komplett neu zu bauen. Spezialpanzerung ist eben ein Spezialsystem für das Schiff und der Robobergarbeiter, sprich eine Robobergbauanlage, bedeutet erhöhte Produktion. Das finde ich aber irgendwie geiler. Das ist sozusagen die nächste Stufe der automatisierten Fabrik. Ja, das finde ich irgendwie tatsächlich geiler. Das ist auch sehr wertvoll. Die Gefechtsstation ist zwar auch echt geil, aber ja, vielleicht sollten wir auch mal dran denken, wieder in Feierabend zu gehen. Oh ja, das können wir langsam sind tun. Sind die Antaraner wieder aufgetaucht? Ja, aber ich sehe sie, glaube ich, nicht. Deswegen sind wir da sozusagen safe. Okay. Ja, ich will noch mal kurz hier... Mhm. Schäbern, super, wunderbar.
das sieht doch jetzt gerade gar nicht so schlecht aus. Stell dir einfach mal die gesamte Bevölkerung eines Planeten vor und alle wohnen sie in Schwebebahnen, die ständig in Bewegung sind. Das würde mich erfreuen. Das wäre das Paradies auf Erden. So, wir haben hier. Du könntest übrigens auch mal wieder Siedler nach Remaster schicken, ne? Ja. Wir wollen da ja, dass es ein wenig zügiger geht. Mhm. Yes. Und Schwebebahn hat, braucht auch noch Leute. Haben wir da eigentlich schon ein Klonzentrum auf Schwebebahn? Ja. Die kommen dann aber nach und nach von selbst, ne? Ja, ja, genau. Okay. Da erhöht sich dann pro Spielzug das um eins. Hat ja 12, boah, da können wir echt mal loslegen, das Klonzentrum. Ja, wir kommen ja auf alte Stärke zurück, also. Wenn nicht sogar noch stärker. Wie Phönix aus der Asche und noch drüber hinaus. Ach, Jakob, das ist ja fast poetisch. So, jetzt saufen die aber langsam die Frachter ab. Ja, aber den Turn machen wir noch. Oh, edler Imperator Fickex. Ah ja, wissen. Ich kann mir Börse. Was aussuchen. Guck mal, jetzt können wir die Geschäftsstation holen. Die Geschäftsstation? Gefechtsstation. Geschäftsstation ist Jäger schon echt geil. Aber ich mache das ein bisschen beunruhigt, dass sie das kennen. Aber ja. Also Gefechtsstation und Jägergarnison dient beides eben der planetaren Verteidigung. Gefechtsstation ist aber streng genommen besser. Und erhöht auch die Kommandopunktezahl. Das heißt, dann kommst du vielleicht eben auch noch weniger in Geldschwierigkeiten. Oh, jetzt habe ich einen Hungersnot verursacht. Bei plus 15? Ja, wegen der Frachter, die dir gerade fehlen. Ach so, okay, alles klar. Ja, wir machen jetzt erstmal Schluss mit der Folge und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Moment, Jan? Ja? Versprichst du mir, das dann da drauf zu schneiden, wenn ich das jetzt mache? Ja. Ja, okay. Da 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 da. Glaube ich, überhaupt nicht gepasst. Macht nichts.